Wir schauen uns heute mal was ganz Besonderes an, und zwar Male Living Space. Oder einfach Orte, wo Leute leben und man nicht wirklich sagen könnte, dass man da leben sollte. Deswegen, falls ihr auch an so einem Ort lebt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich freuen. Der beste Platz überhaupt, wenn du ein Haus hast. Das ist genau über der Eingangstür. Man sieht unten die Eingangstür, da hat er sogar noch die Leiter, damit er hochkommt. Wofür ist das da? Warum gibt es das? Können wir da bitte mal näher ranzoomen und erklärt mir mal bitte in den Kommentaren, wofür. Ich lebe hier seit Jahren. Es fühlt sich ziemlich bequem an. Bist du ein Flintstone? Bist du irgendwie in der Zeit zurückgeblieben? Wo zur Hölle lebst du? Warum hast du da eine Ampel? Also solange es nicht zu kalt wird, und die Katzen mögen es ja anscheinend, aber... Hä? Ich habe das Gefühl, ich schaue auf ein Haus in einem Steinzeitalter. Eine normale Wohnung. Glückwunsch. Wunderschön. Oben ist das Vorherbild. Unten ist das Nachherbild. Ich finde es oben bequemer. Warum will ich in einem Hotelzimmer leben? Ich will keinen Tisch bei meinem Bett haben. Warum ist da eine Kante bei dir? Würde ich auch erstmal fragen. Okay, man kann da bestimmt coole Sachen hinhängen oder so eine Pflanze, die runterhängt. Plus Figuren oder sonstiges. Aber why? Ich habe über die Ferien einen Freund besucht. Er hat gesagt, mein Kollege wohnt hier ganze Zeit im unteren Stock für die letzten paar Wochen. Wenn du mit nichts anfängst und raus musst, oder du wurdest wahrscheinlich irgendwo rausgeworfen von deinen Eltern, sonst kann ich mir das nicht vorstellen. Obwohl mittlerweile bei den Mietpreisen ist es auch kein Wunder mehr, dass man sich nichts mehr kaufen kann. Ich habe eine Pflanze. Also die Mieten müssen echt mittlerweile so hoch sein. Aber die Couch, der Sessel schaut super aus. Bequem. Top. Und schöne Pflanze. Ich bin bei meinem Bruder über das Wochenende und habe das gesehen. Warum ist eigentlich Male Living Space bis jetzt entweder strugglen die komplett oder die haben das übelste geile Haus gefühlt? Obwohl, wenn man alleine wohnt, kann ich es noch verstehen. Man braucht nicht viel. Dann wäscht man das eh immer schnell ab. Aber mehr als ein Messer würde ich trotzdem gerne haben. Oh ja, hier, schau mal. Ich habe die Farbe von meinem neu gekauften Haus nicht gemocht, also habe ich es mal angemalt. Ich finde, oben hat das ein bisschen mehr Charakter. Ich hätte da ein paar Akzente unten noch hingesetzt. Noch eine normale Wohnung. Schaut echt cool aus. Ich bin, muss ich gestehen, nicht der Fan von Küchen im Wohnzimmer direkt. Das ist ja irgendwie bei Neubauten mittlerweile immer. Die Küche ist direkt im Wohnzimmer und ich finde es einfach nicht so cool. Da fehlt so ein bisschen Abtrennung. Diese Unterschiede von, oh schau mal, hier, ich bin Doktor, zu, hey, mein erstes Wohnzimmer. Da ist nichts. Da ist gar nichts. Wie viele Leute werden eigentlich rausgeschmissen von ihren Eltern, bevor sie überhaupt irgendwas angespart haben oder sonstiges? Wie es angefangen hat versus wie es jetzt aussieht. Schaut besser aus. Aber klar, man kann sich am Anfang auch nicht alles leisten. Das ist normal. Das dauert immer seine Zeit, bis es immer besser und schöner und wohnlicher wird. Ich habe meinem Mitbewohner gesagt, mir ist es egal, ob ich das kleinere Zimmer nehme. Und hier ist, was passiert ist. Ich weiß nicht mal, was da steht. Dann ein IKEA-Regal, into normales Zimmer. Sowas an der Wand, ich hatte auch sowas mal mit Bambus. Finde ich mega cool, ist günstig und macht irgendwie was Besonderes, wenn du das im Zimmer machst. Damals versus jetzt. Diese schönen Altbauküchen, die man wegschmeißen kann. Versus eine Neubauküche mit einem sehr alten Herd. Schaut aber besser aus. Mein erstes Zuhause irgendwo im Wald. Warum willst du da wohnen? Du bist im Nirgendwo. Du hast ja nicht mal eine Straßenauffahrt. Du bist im Nirgendwo. Da ist nichts. Aber es schaut gut aus. Also das muss man lassen, ist bestimmt mega geil da zu wohnen. Aber du kommst wahrscheinlich ohne Auto nirgendwo hin, wenn man das sieht. Loftlife. Ja, dafür musst du dir das aber auch leisten können. Schaut mega cool aus, würde ich mega geil finden. Bis auf, dass man in die Dusche reinschaut. Das ist wie in den Hotels. Keiner will in Duschen reinschauen, außer du lebst halt nur mit deinem Geliebten oder Geliebte. Und das war's. Ich habe diese alten Locker gefunden und habe sie zu einer Couch gemacht oder zum Sitzplatz. Weiß jetzt nicht. Ist platzsparend. Du kannst immer was verstecken. Brauchst halt nur 4 Schlösser. Aber finde ich jetzt nicht so geil. Ich lebe mit meiner Freundin zusammen und sie will, dass ich die Stoppschilder... Warum hast du ein Stoppschild? Wieso hast du Straßenschilder bei dir stehen? Und sie will, dass sie runtergehen, weil es nicht genug Feng Shui ist.
Du weißt schon, das ist eine Straftat, die du gerade im Internet veröffentlicht hast. Aber es ist cool. Ich hätte auch gerne so ein Stoppschild. Was sollte ich mit diesem Platz tun? Harry Potter runterhauen. Was ist das? Wer hat das gebaut und dachte sich, ja komm, wir können jetzt das natürlich ein bisschen weiter links rücken, um das ganze Zimmer größer zu machen. Oder wir geben denen so ein Mini-Space für Abstellsachen, aber nicht genug Platz, um da reinzugehen. Mein Zuhause in London, Club Monochron, das schaut echt kacke aus. Ich mag diese Teile nicht, weil man die nicht dimmen kann oder einstellen kann. Aber das schaut echt kalt aus. Das ist nur eine Steinwand und eine Steintreppe. 3 Massagestühle, ganz normal. Und ich habe das Gefühl, der ist echt so schwarz-weiß vernarrt. Bis jetzt war alles weiß, jetzt kommt schwarz. Eigentlich müsste dein Monitor noch schwarz-weiß eingestellt sein, damit das passt. Ich bin männlich und lebe hier. Du lebst bei deinen Eltern, 100%. Never hast du sowas noch irgendwie als Erwachsener. Fände ich mega cool, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der sowas hat. Irgendwelche Vorschläge über das Wohin stellen oder so. Also die Fenster schauen mega cool aus. Aber warum neben so ein Hochhaus, dass jeder da reinschauen kann? Natürlich wird das kaum jemand machen. Und wenn die Sonne scheint, kann man eh nicht reinschauen. Aber irgendwie wird mich das trotzdem stören. Ich würde mich immer so ein bisschen beobachtet fühlen. Wie voll willst du es? Ja. Schaut aus wie so ein Antikladen. Das ist halt echt, das ist mehr Antikladen als Wohnung, habe ich das Gefühl. Aber die Skateboards schauen ganz cool aus. Ich habe Angst, ich sehe ein schönes Schlafzimmer, wahrscheinlich sehr teuer. Aber ich habe Angst, wenn ich den Boden unten links sehe. Und ich wette, das ist eine Badewanne. Ja. Wieso will ich eine Badewanne mitten im Weg haben? Ich stelle mir immer halt vor, okay, du lebst nicht alleine. Stell dir vor, du hast Kinder. Hast deine Badewanne einfach in deinem Schlafzimmer. Ist wieder so ein Hotel. Kerle sehen das und denken sich, ja, das ist geil. Also es ist irgendwie, es hat was. Aber wieso hast du da so viele Straßenschilder? Woher? Die liegen nicht einfach irgendwo rum. Die sind nicht umsonst mitzunehmen. Und schöne Zugstation. Es ist besonders. Das muss man gestehen. Hat das Bett Reifen? Das Bett hat Reifen. Mein Wohnzimmer ist mein Lieblingsplatz im Haus. Schaut cool aus, schaut bequem aus, aber ich bin zu viel am PC. Ich würde da nicht sitzen. Mein Arbeitsplatz, wenn ich zu müde bin. Was, bist du Twitch-Streamer? Was ist das? Wie arbeitest du da bitte? Und die Matte rechts, da ist wahrscheinlich sein Setup. Das ist so eine Matte, wo du deinen Stuhl rauf tust, normalerweise. Hast du es oder liebst du es? Schaut. Okay. Es sah gerade noch cool aus. Den Boden? Nee. Hauptsache eine Tanzstange. Also würde ich auch gerne haben, aber damit habe ich gerade auch nicht gerechnet. Du siehst nichts, alles kaputt irgendwie. Okay, hier ist ein mega Sofa. Und dann das Zimmer ist natürlich fertig. Da, wo man Strip-Pole, Dance, tanzt. Ich habe keinen Vorschlag, wo du es hinstellen sollst. Und warum hast du da eine Mini-Flagge? Hast du dein Krankenhausbett mitgenommen? Und warum ist dein Fenster? Da ist einfach diese Wohnungen, Häuser oder was auch immer man da sieht, auf diesen Sub sind special. Das macht's nicht besser. Was ist das? Ein Eimer mit einem Radio und ein Stuhl. Warum der Stuhl? Ey, die Leute machen mich echt fertig. Ich hatte ein Date, das mir gesagt hat, mein Zuhause schaut arm aus. Und ich dachte, es war bequem. Schaut aus wie eine Mischung aus Obersachen. So sah meine erste Wohnung auch aus. Einfach alles, was ich irgendwie bekommen habe. Ich hatte eine Couch von wann weiß ich was. So eine richtig alte, die so leicht kaputt war, weil ich mir keine leisten konnte. Ich hatte einen Tisch auf der Straße gefunden, habe mir das genommen und da mein Fernseher raufgetan. Genau so schaut das aus. Ich bin wahrscheinlich nicht besser gewesen mit meiner ersten Wohnung. Ich habe das Gefühl, das ist normal. Man nimmt halt das, was man bekommen kann. Progress über 1,5 Jahre. Ich mag das Bild nicht. Das schaut aus wie diese Standard 0815 Bilder von IKEA oder sonstigen Plätze. Da ist kein Charakter drin. Und der Fernseher scheint ein bisschen zu klein zu sein für den Platz. Das erste Mal, dass ich alleine lebe. Auf der Straße bist du nie alleine. Vor allem tolle Lampe. Lässt es dir echt gut gehen. Warum ist da eine Couch auf deiner Couch oder auf dem Tisch oder was auch immer das ist hinten? Ich hätte Angst, dass das zusammenbricht. Das muss echt massiv sein. Aber das passiert, wenn du in WGs wohnst.
meine Downtown-Detroit-Wohnung. Ich liebe es, nach Hause zu kommen zu der Aussicht. Du zahlst doch ultra viel dafür. Schaut auch cool aus. Vor allem, weil du da wirklich Wald oder Grünes vor dir hast. Aber das muss doch unendlich teuer sein. Vor allem in Detroit. Ist mein Raum kindisch? Nein, keine Sorge. Also wir hatten schon echt kindische Sachen oder wo man nicht wusste, was es ist. Aber das ist es definitiv nicht. Aber du hast dieses Zelt, das hatte ich auch mal, so ein ähnliches. So ein IKEA-Teil. Was ist das? Was schauen wir uns hier an? Ey, das wird echt zu meinem Lieblings-Subreddit, wenn es so weitergeht. Wie mache ich, dass der Fisch weniger gruselig ausschaut? Ihn wegzunehmen ist keine Option. Woher hast du den? Ich würde den auch gerne haben. Du musst ihn einfach an der Decke so runterhängen. Das macht ihn viel besser. Vor allem, du hast ein Among Us-Kissen oder was ist das rechts? Ich habe meine erste Wohnung gekauft. Was zur Hölle mache ich damit? Da tust du Pflanzen oder eine Figur oder sonstiges rein. Schaut sehr cool aus dann. Ein Wohnort für Obdachlose. Ich gebe mein Bestes. Da kann ich es wenigstens verstehen. Also Respekt, du kriegst das hin. Niemals aufgeben. Und irgendwann kannst du dir sowas leisten. Dann hast du zwar kein Bett mehr, aber du kannst auf deinem Boden campen. Warum haben eigentlich so viele kein Bett, wenn sie umziehen? Ist das so normal? Darauf habe ich als erstes mitgeachtet, dass ich ein Bett, einen Kühlschrank und natürlich mein PC habe. Mein Studio-Apartment in Midtown, New York City. Also wahrscheinlich für 80.000 Euro pro Monat. Ich sag ja irgendwie, es gibt entweder auf dem Subreddit so richtig gammelige Wohnungen oder so richtig überteuerte. Also mir gefällt es nicht wegen dem View, weil ich überall reinschauen kann. Und das wird mich nerven. New York Studio Apartment. Zur Rente, also zur Miete. 2.300, 2.300, 2.400, 3.000. Die Leute müssen da Geld verdienen. 9.000. Bitte sei so erniedrigend und gemein wie möglich. Das muss ich nicht mehr tun. Das machst du selbst, wo du da lebst. Schaut aus, als ob du in einem Bunker lebst. Wie finden die Leute solche Wohnungen? Was ist das jetzt schon wieder? Schaut mega cool aus. Vom Ding her. Was ist das für eine Reling? Und dahinter nicht? Also du darfst nicht von der Seite richtig runterfallen, außer du stolperst an den Enden oder du bist da hinten beim Fernsehen und gehst dann da runter und fällst die Treppen runter. Was ist das? Nach 2 Monaten Obdachlosigkeit. Mein erster neuer Start. Das kann ich halt wenigstens noch verstehen. Auch wenn es ausschaut, als ob du im Badezimmer wohnst. Es ist besser als auf der Straße. Ich werde hier nächsten Monat hinziehen. Also wenn ich das oben sehe, schon so Fabrik-Vibes einfach. Die Küche schaut aus wie so 0815. Wir sind nicht mehr zusammen und sie ist ausgezogen. Das ist mein Wohnzimmer jetzt. Also hat sie alles mitgenommen? War alles ihrs? Oder ist sie einfach nur ein Arsch? Aber jetzt hast du viel Platz. Ist da deine Haustür genau daneben, neben dein Wohnzimmer? Egal. Ey, bei dem Subreddit wundert mich langsam gar nichts mehr. Hey, hier ist gerade gebaut worden und so, das wurde daraus gemacht. Schaut cool aus. Respekt. Das habe ich auch nie verstanden. Warum sind in manchen Wohnungen, sind ja Stützpfeiler. Aber hätte man die nicht ein bisschen angenehmer platzieren können? Oder du hast halt einfach einen Dancing Pole in groß. Der 120-Inch-Screen. Schaut cool aus. Ich bin nur erstaunt über die Masken an der Wand. Das ist auch etwas, das ich noch nie gesehen habe von jemandem. Gerade erst Single geworden mit 28. Sicher, dass du 28 und nicht 78 bist? Aber das meinte ich mit, man nimmt, was man bekommt. Genau so schaut das aus. Oh, okay, komm, ich habe eh nichts Besseres, also nehme ich das. Dinge laufen gut. Wunderschön. Wenigstens ist es kein Krankenhausbett. Definitiv eine männliche Problemlösung in dem Haus von einem Freund. Du hast die Mikrowelle durch die Wand getan. Und das ist dann unter den Treppen. Also ist cool vom Platz her, aber viel Spaß beim Austauschen. Die wirst du da ja richtig festgemacht haben, damit die auch hält und das safe ist. Außer du willst mal eben Brandgefahr haben. Meine Hälfte der Wohnung oder der WG. Warum sind da Autositze? So ein Rücksitz. Wie? Wieso haben Leute sowas? Kann man die einfach so klauen? Ich meine, bekommen? Da fehlen nur noch die Anschnallgurte zum Hinsetzen. Ich bin so erstaunt manchmal, was ich hier sehe. Mein Partner war so aufgeregt, um mir sein Wohnzimmer zu zeigen. Denkst du, er hat genug Lampen? Nee, glaub, da fehlen noch ein paar. Irgendein Vorschlag? Wie ich dafür sorgen kann, dass sich mein Schlafsaal oder WG-Zimmer weniger wie eine Klosterzelle anfühlt? Erstmal die Rollladen richtig machen. Wieso sind die kaputt?
Was zur Hölle? Was ich auf jeden Fall machen würde, ist vielleicht ein Hochbett holen für so ein kleines Zimmer, wo der Schreibtisch da drunter sein kann, damit du Platz hast. Wenn euch diese tollen Plätze gefallen hat, die wir uns angeschaut haben, dann lasst gerne ein Abo da.